the Truck 15 in the EDM scene. Leuterex meldet sich zurück mit einem erneuten Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Und im Hintergrund seht ihr Multiteam-Stellung auf Hijack mit der AL94, schafft schnelles Magazin, ist in der 3-Mann-Party mit mir, Intense Lunix und Mabu94 entstanden. Grüße an euch, wenn ihr das Video hier sehen werdet. Ja, ist ein 106:10, war der Endscore, non-lethal. Eine Unnachgiebig-Medaille und eine 40er Gunstreak oder sowas. War dabei, ist ein ganz nettes Gameplay, sind ein paar nette Turn-Ons dabei, Dauer-Orbit am Start, Schwitzen auf Hijack, die gute alte Zeit, Leute, kann man sich gönnen. Ich hoffe, es wird in Black Ops 3 unbedingt wieder Multiteam geben, das wäre zu göttlich. Und Orbi wurde ja sogar schon bestätigt, also Jungs, wenn es Orbit gibt, kann das Game ja wohl nur übertrieben geil werden. Und ja, los geht's. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel entnehmen konntet, geht es heute um ein Vergleichsvideo, was ist besser, der SCUF Gaming Controller oder der Razer Sabertooth Gaming Controller. Ja, ich habe beide Xbox 360 Controller hier, ich werde oben mal ein paar Fotos dazu einblenden. Und zwar kostet der Razer zwischen 70 und 80 Euro, meiner ist leider kaputt, da ein Kabelbruch stattfand. Ja, mein SCUF habe ich von einem Kollegen für 70 Euro abgekauft, ansonsten kostet der, glaube ich, mit Grip, Trigger, Stops, ja, auf jeden Fall über 120 Euro, ich schätze so 140 Euro muss man dafür schon hinblättern und wie ich finde, ist es ziemlich überteuert, meiner Meinung nach. Und in diesem Video soll es darum gehen, ob es sich eine Investition in einen SCUF-Controller lohnt oder ob man doch eher zum Razer greifen sollte. Vorneweg, beide Controller haben seine Vor- und Nachteile und ich werde jetzt expliziter darauf eingehen, für welchen ich mich entscheiden würde, wenn ich nochmal die Wahl hätte, wen ich mir kaufen müsste. Fangen wir doch erstmal mit dem Razer an. Ich finde, er liegt besser in der Hand als der Standard-Controller, als der SCUF. Ich finde, er ist einfach besser abgerundet und liegt besser in der Hand. Außerdem lassen sich die Knöpfe hier schneller drücken als beim Standard-Controller. Ich finde, es ähnelt sehr dem Klicken einer Maustaste. Außerdem hat man hier hinten zwei Kippschalter anstatt zwei Pedals, die man sowohl nach unten als auch nach oben hin drücken kann. Somit hat man quasi vier Schalter anstatt zwei, wie bei dem standardmäßigen SCUF. Ein weiteres Feature, welches der Razer hat, was mir noch besonders gut gefallen hat, ist, dass neben den LT- und R-Tasten eine weitere Taste ist, die sich sehr schnell drücken lässt. Damit kann man, wie ich finde, auch recht gut triggern, was dann so ein bisschen die Trigger-Stops ersetzt. Ansonsten, wenn man unbedingt Trigger-Stops haben möchte, kann man sich ja auch Trigger mit Trigger-Stops bestellen für 10, 15 Euro. Dann kann man den Razer einfach aufschrauben und die Trigger ohne Trigger-Stops mit dem Trigger-Stops einfach ganz leicht ersetzt. Des Weiteren kann man auch sagen, dass ich finde, die Oberfläche des Razers ist so recht gummiartig und es liegt sehr gut in der Hand. Also, auch wenn man schwitzt, rutscht man trotzdem nicht ab und es ist alles sehr griffig gemacht, wie ich finde. Ein großer Minuspunkt des Razers ist, wie ich finde, das Kabel, was nicht sonderlich lang hält. Viele meiner Kollegen hatten einen Razer, der danach aber auch einen Kabelbruch hatte und dann nicht mehr zu gebrauchen war, finde ich persönlich sehr schade, da der Razer im Großen und Ganzen ein ziemlich geiler Controller ist, aber dadurch, dass wenn man mit dem Kabel nicht komplett schonungsvoll umgeht und das immer so pflegt, so gerade hält, geht es schon ziemlich schnell kaputt. Also, okay, was das heißt, ziemlich schnell, mein Razer 2 Jahre lang gehalten, ich habe gut auf den aufgepasst, dann war das Kabel so, dass es einfach, dass der Razer ging ständig aus, die Tasten haben nicht mehr richtig funktioniert, das ist auch noch ein großer Minuspunkt, die RT- und LT-Tasten, die Federn, die da drin eingebaut sind, gehen nach einer Zeit kaputt, aber für Leute, die ihren Controller gerne mal gegen die Wand schmeißen, ist der Razer dann doch eher nicht so gut geeignet, da er relativ schnell kaputt geht, aber auch deutlich günstiger ist als der SCUF. Das ist auch, wie ich finde, ein recht wichtiger Vorteil. An sich, finde ich, ist der Razer ein ziemlich guter Controller. So, ich würde sagen, kommen wir jetzt erstmal auf den SCUF-Controller zu sprechen. Dieser hat, wie ich finde, gut zu erreichende Pedals, die sich gut an allen Stellen drücken lassen. Gute Druckpunkte, außerdem, finde ich, sind die Trigger-Stops auch noch sehr, sehr gut gelungen, da man an denen wirklich einen großen Vorteil hat, wenn man mit Waffen wie der FAL oder sowas spielt, SMR, was auch immer, in allen möglichen Spielen ist es ziemlich geil, aber wenn man mal kein COD spielt oder beziehungsweise in Halo, wo du eine Waffe aufgeladen so gedrückt halten musst, da funktionieren die Trigger-Stops nicht, da muss man die weiter so nach oben schrauben, man kann die ja einstellen, wie weit die Taste rausgucken soll, um den Weg zu verkürzen, beziehungsweise zu verlängern, aber ansonsten finde ich, sind die Trigger-Stops ziemlich geil. An sich liegt der natürlich recht gut in der Hand.
Variante vom Razer war ich zwar Besseres gewohnt, aber man gewöhnt sich da auch schnell dran. Und ich habe hier die Variante mit Grip. Ohne Grip würde ich ihn wirklich nicht empfehlen, da bezahle ich lieber 10, 20 Euro mehr und habe dann Grip, weil ich finde, ohne Grip nach einer Zeit, wie auch beim Standard-Controller, ist er schon ziemlich rutschig und man verliert an Aim und an Grip, an Tragekomfort, was auch immer. Ja, der SCUF Gaming Controller ist doch perfekt verarbeitet, da es ja eigentlich nur ein Microsoft Xbox 360 Controller ist, der modifiziert wurde und ansonsten alle Teile wirklich verarbeitet sind, wie man es doch von den Standard-Controllern gewohnt ist. Ja, im Großen und Ganzen finde ich, ist das Kabel auch sehr gut, da ich dann auch noch keinerlei Probleme mit hatte, dass der SCUF irgendwie einfach so ohne Grund ausgeht oder sonst irgendwelche Probleme. Er funktioniert einwandfrei und ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem SCUF und ich würde den Leuten den Razer empfehlen, die sehr schonungsvoll mit ihren Sachen umgehen. Für den, finde ich, ist der Razer eher die bessere Variante. Wer aber dann doch eher, mehr Geld ausgeben möchte, kann sich hier auch so einen SCUF-Controller holen. Kann man sich auch definitiv nicht beschweren. Wer nicht so das große Budget hat, der kann definitiv auch ohne Bedenken zum Razer greifen, wenn er denn gut mit ihm umgehen wird. Für die Leute, die schon mal gerne ausrasten und der Controller zum Fliegen kommt, ist es eher kontraproduktiv. Aber im Großen und Ganzen sind beide sehr gute Controller mit einem relativ großen Preisunterschied. Also wie gesagt, das war mein Fazit. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.